Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Happy Montag, ihr Süßen. Heute habe ich ein bittersweet Video für euch. Etwas, was mir im Herzen wehtut, aber etwas, worüber ich mich trotzdem sehr, sehr freue. Ich habe gestern Post bekommen und habe eine komplette neue Limited Edition von Rival Loves Me bekommen, die ab dieser Woche in der Filiale sein soll. Und das bedeutet, dass meine Limited Edition, die Holy Grails LE mit Rival Loves Me, jetzt zu einem Ende gekommen ist. Und das bricht mir das Herz, dass die Zeit vorbei ist. Aber ich dachte mir, okay, wir haben Nachfolger. So ist das in der Drogerie. Vielleicht sind da super spannende Sachen dabei. Da sind super spannende Sachen dabei. Und deswegen werden wir das Ganze heute testen. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich sage es jetzt nochmal dazu, weil es mir persönlich wichtig ist, das in diesem Zuge auch nochmal gesagt zu haben. Nur weil ich mal mit Rival Loves Me zusammengearbeitet habe, heißt das nicht, dass jedes Produkt, was jetzt kommt, was nicht von mir ist, aber von der Firma, dass es dann gut ist. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich sage euch, wenn mir persönlich etwas nicht gefällt, ihr kennt meine Kritikart aber auch. Ich gebe meistens die Möglichkeit, daraus aus der Kritik etwas Sinnvolles machen zu können. Ich hoffe, dass ihr da mit mir weitergeht. Und ich wollte mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Vielleicht habt ihr Glück und findet in der Filiale nochmal das ein oder andere Produkt aus meiner Kollektion im Ausverkauf. Also wenn ihr da noch vielleicht ein paar Produkte findet, nehmt sie mit. Das war's jetzt. Wirklich. Und wir starten direkt, Freunde. Falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt. Und wir sollten jetzt schon die 94.000 haben, Freunde. Vielleicht schaffen wir wirklich die 100.000 dieses Jahr. Wäre natürlich verrückt. Ich glaube es nicht. Aber es wäre verrückt. Wir starten, Freunde. Kommt, geben wir Gas. Wir haben einen Primer. Und das ist der Blooming Beauty Primer. Die perfekte Grundlage für das Make-up. Der Primer pflegt die Gesichtshaut mit nährenden Hanfsamenextrakt und Aloe Vera und lässt den Teint erstrahlen. Packaging super, super süß. Ich weiß nicht, ob die Farbe so richtig durchkommt. Das ist so ein leichter Fliederton, leichter Lavendelton. Das ist die Farbe des Jahres 2022. Und wir haben hier ein, ja, milchig durchsichtigen Primer, der jetzt weder nach Hanf noch nach Lavendel riecht. Ich würde fast sagen, der ist nicht parfümiert und hat so eine gelartige Konsistenz. Ähnlich wie der NYX Plump Right Back Primer, ähnlich wie der Milk Hydro Grip Primer. Er ist sehr, sehr fest von der Viskosität her, schmilzt aber bei Berührung mit der Haut gut an. Und wir schauen mal, wie er sich verhält. Ich habe tatsächlich auch noch keine Pflege drunter genommen, weil ich probieren wollte zu schauen, wie es ist, wenn der Primer einfach so auf der Haut sitzt. Deswegen nehme ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr und arbeite mir den richtig schön in die Haut ein. Meine Haut ist super, super trocken gerade. Ich war gestern den ganzen Tag auf einem Event und habe, ich glaube, schon lange nicht mehr so viel Make-up getragen und das hat meine Haut gemerkt. Er fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich komme ein Stückchen näher. Er saugt sich auch direkt in die Haut weg. Er ist nicht wie so ein Silikonprimer, gar nicht, sondern wirklich wie so ein frischer Primer, der verrückt beim Einziehen sich fast schon so ein bisschen kühlend anfühlt. Sehr, 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 sehr schön. Ist nicht parfümiert, also wenn ihr auf nicht parfümierte Primer steht oder es euch wichtig ist, dann könnte das auf jeden Fall was für euch sein. Der ist ebenfalls auch vegan. In der EE ist tatsächlich auch alles vegan. Sie haben mir hier diesen Streifen mitgegeben. Es ist alles vegan und der Primer kostet 1,99 €. Ja, da kannst du nicht sagen. Ne? 30 Milliliter, 20 Milliliter sind hier drin. Fühlt sich wirklich schön an. Wir haben noch ein paar weitere Produkte für die Base, aber keine Foundation oder kein weiteres Produkt. Deswegen würde ich jetzt mal schnell meine Base machen, so ein bisschen im Schnelldurchlauf mit euch. Und dann schauen wir mal, was wir so schöne schminken können aus den Produkten. Da sind ja richtig spannende Sachen dabei. Ich habe jetzt mal schnell eine recht leichte Foundation aufgetragen, die ich gerade so ein bisschen teste. Ich habe gestern, muss ich dazu sagen, ich habe gestern bei der Masterclass, habe ich ganz, ganz viel über Produkte gelernt und wie man sie vielleicht ein bisschen natürlicher benutzen kann. Und da ist mir etwas bewusst geworden, was mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ich werde da in einem extra Video auch nochmal drauf eingehen. Ich schminke immer für die Kamera, aber ich schminke für Leute, die nicht vor der Kamera sitzen. Und ich probiere da jetzt gerade so einen Zwischenweg zu finden, weil
Es bringt nichts, wenn ich euch Techniken zeige oder Produkte zeige und sie so auftrage, wie ich sie für die Kamera benutze und ihr sie dann kauft und ihr dann damit nicht zufrieden seid. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen probiere ich jetzt so ein bisschen weniger Produkte zu nehmen und so zu schminken, dass das im echten Leben vernünftig aussieht. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Verzeiht mir bitte, aber ich gebe mein Bestes. Mir auch gleich noch ein bisschen Concealer aufgetragen. Gehe jetzt tatsächlich auch wirklich nur mit so einem Rest-Contouring, was ich hier noch am Pinsel habe, einfach hier lang. Ich will wirklich ein recht zartes Make-up haben. Ich finde die Kollektion, ich habe euch gar nicht gesagt, wie die Kollektion heißt. Ich bin so ein schlechter Beauty-YouTuber. Heute geht es um die Blooming Beauty Limited Edition von Rival Loves Me. Sorry. Gehe jetzt einfach hier und die ganze Kollektion ist auch sehr, sehr zart, finde ich. Auch so von den Farben und vom Packaging. Wir haben hier aber ein Produkt und das finde ich persönlich super spannend. Ich mag das ganz gerne. Ich setze mich im Moment viel mit Farblehre auseinander. Und wenn wir über Farben reden und über Make-up reden, Make-up spielt immer mit Licht. Und wir haben hier das Transparent Powder. Das ist ein transparenter Puder, der farbkorrigierend wirken soll und leichte Rötungen und Unebenheiten ausebnen soll. Ihr seht es wahrscheinlich, Packaging erstmal ist super, super süß. Und dann haben wir hier verschiedene Farben mit drin. Wir haben weiß, schrägstrich transparent, wir haben rosa, wir haben blau, wir haben Flieder, wir haben gelb, wir haben grün. Und in Kombination soll das dafür sorgen, dass das Licht, also Licht trifft auf ein Objekt und resorbiert und absorbiert das Licht. Und je nachdem scheint das dann so zurück und unser Auge kann das wahrnehmen. Und wenn wir diese bunten Puder benutzen, werden verschiedene Teile des Lichts geschluckt und nur verschiedene bestimmte Teile werden von der Haut reflektiert. Und das finde ich persönlich ganz, ganz spannend. Ich nehme mir jetzt mal passend dazu einen Pinsel von meiner liebsten Letizia. Das ist so ein hübscher Ton. Und gehe hier einfach mal rein und mische die Farben auch direkt. Und wir schauen mal auf der Stirn. Ja, sieht man sofort, man braucht nicht viel. Es ist recht hell, aber es gleicht tatsächlich direkt so ein bisschen die Farbe aus, ne? Es sieht jetzt ein bisschen fahler aus, weil ich natürlich viel, viel zu viel benutzt habe. Aber wenn ich das ebenmäßig mache, hier ist das Ganze natürlich bunt. Verschiedene Partikel des Lichts werden zurückgegeben. Ich kann mir das aber ganz gut vorstellen, wenn man das punktuell vielleicht nur aufträgt. Das machen wir jetzt mal hier kurz. Wenn man nur ganz leicht rüber geht und die Foundation settet, dann wird das Ganze so ein bisschen leichter und es wird nicht alles reflektiert. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut bei sehr, sehr heller Haut. Also ich bin schon, würde ich fast sagen, zu dunkel dafür, weil dadurch natürlich dieser White Cast ein bisschen stärker ist. Aber wenn ihr zu einer sehr, sehr hellen Haut neigt, die Verfärbungen habt, könnte das wirklich was Gutes sein, weil es halt so ein bisschen korrigiert. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Für mich ist es wahrscheinlich etwas zu deckend, um es als transparentes Puder zu benutzen. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal mit dem Bronzer Brush einfach hier überall rüber, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Overall hat es aber wirklich schön mattiert und ja, ich würde auch fast sagen, gut ausgeglichen. Ich probiere jetzt mal was aus. Unter den Augen gehe ich mit dem Microfiber Multitool Mini nur in diesen rosanen Ton und bake damit so ein bisschen. Das sorgt dafür, dass das Lila unter den Augen gut ausgecancelt wird und ich habe mir das jetzt vor ein paar Tagen, gestern habe ich mir das bestellt, sollte heute eigentlich auch schon ankommen. Huda Beauty hat ein loses Puder, dieses Easy Bake, jetzt wirklich in Pink rausgebracht. Habe ich mir bestellt, könnte für Leute wie mich mit Augenringen wirklich ein Game Changer sein. Ich bin gespannt. Und jetzt nehme ich das einfach ein bisschen ab und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Seht ihr, das hält direkt auf und korrigiert so ein bisschen den Under-Eye-Bereich. I see it. I see you. Ich benutze tatsächlich jetzt doch noch ein bisschen Bronzer, um einfach so ein bisschen Kontur in mein Gesicht zu kriegen und gehe damit auch gleich direkt hier so ein bisschen an meinen Augen lang. Ich finde, das liftet das und jetzt seht ihr auch wirklich diesen super gelifteten Look. Liebe ich, so funktioniert es ganz gut. Im gesamten Gesicht ist es für mich wahrscheinlich zu hell, punktuell aber sehr, 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 sehr gut. Oder ihr seid halt heller als ich und dann könnte das Ganze sehr gut funktionieren. Jetzt haben wir etwas ganz Spannendes und das ist ein Luminous Blush. Der ist auch vegan in der Farbe Spring Red. Ein Multicolor Blush mit leichtem Glow betont die Wangen und sorgt für einen frischen Ton im angesagten
Dewy Look. Sieht einmal so aus. Auch hier, das Pressing ist ähnlich wie das in dem transparenten Puder. Hier ist auch nur ein Teil davon ist schimmernd. Also wenn ihr eher so einen matteren Blush bevorzugt, könnt ihr wahrscheinlich die anderen auch sehr, sehr gut benutzen. Dazu gibt es aber auch noch einen Pinsel. Und den finde ich persönlich super, super hübsch. Ich packe ihn euch mal aus. Wie auch bei meiner Kollektion besteht die Verpackung zu 100% aus recyceltem PET-Kunststoff, zu 100% aus recyceltem Papier. Und ihr könnt das Ganze, und das finde ich persönlich super, beides auseinandernehmen und separat recyceln. Macht das bitte auch. Ihr nehmt den Leuten in der Recyclinganlage nicht nur sehr viel Arbeit ab, sondern ihr ermöglicht damit, dass etwas recycelt werden kann. Also super gut. Der Pinsel hat oben so leichte fliederfarbene Fasern und hier drin sind so Glitzerpartikel. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich glaube schon. Da wackelt dann das Glitzer hin. Ich finde, sowas ist eine schöne Spielerei. Es sieht immer ganz hübsch aus. Er riecht nicht unangenehm und den probieren wir jetzt aus. Ihr kennt mich, ich gehe tatsächlich direkt in alle Farben durch. Der Pinsel nimmt gut Pigment auf. Das ist immer so ein bisschen spannend bei synthetischen Haaren. Aber spannende Farbe. Schaut mal, der hat wie so einen leichten, ich würde schon fast sagen, lila Unterton, der, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also er schimmert, ja, aber der Schimmer ist nicht transparent, sondern der hat fast, würde ich sagen, wie so eine leichte Färbung und sorgt dadurch dann natürlich dafür, dass das so ein bisschen lebendiger aussieht. Gefällt mir in Kombination mit dem Bronzer gerade auch sehr, sehr gut, weil es eine schöne, das ist eine andere Farbe. Ich dachte, das ist jetzt eher so ein klassisches Rosa, aber der Glow ist sehr, sehr zart, also wirklich dewy, keine groben Glitzerpartikel. Pinsel gefällt mir auch gut, damit kann ich mir auch gut vorstellen, dass man damit das Puder auftragen kann punktuell oder einen Bronzer. Aber das ist ein wirklich schöner, schöner Blush. Weil er halt anders, komplett anders ist als gedacht. Base ist drauf. Der Primer gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Die Foundation sitzt sehr schön auf der Haut, hat sich schön damit verblendet und fühlt sich frisch an. Vielleicht habt ihr die Limited Edition ja auch schon bei euch im Rossmann entdeckt und schreibt mir gerne mal, welche Produkte aus der Limited Edition bei euch einziehen dürfen. Da bin ich super, super gespannt, was ihr mir da in die Kommentare schreibt. Und jetzt, Freunde, wird's wild. Wir haben nämlich drei Schätzchen. Erstmal Packaging hier wieder super, super süß. Wir haben ein Lip Oil, wird super spannend gleich, Dupe Alarm. Dann haben wir ein Eye Gloss und ein Magic Eyeshadow. Und ich habe eben schon mal so ein bisschen gespielt, weil ich mir unter diesem Magic Eyeshadow nichts vorstellen konnte. Hinten steht drauf, der Magic Eyeshadow verwandelt sich von matt zu schimmernd. Einfach auf dem Auge antrocknen lassen und dann sanft mit den Fingern darüber streichen. Wir probieren das jetzt erstmal auf meinem Handrücken aus. Das ist so ein richtig schöner, ja, so ein ganz, ganz heller Aprikoton. Und wenn man den dann so ein bisschen, seht ihr das, aufklopft, dann kommen so leichte Schimmerpartikel raus. Ganz, 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 ganz zart. Und je stärker ich reibe, desto stärker wird dann auch der Schimmereffekt, aber trotzdem sehr subtil. Den geben wir uns jetzt mal komplett aufs Auge. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Super schöne Farbe. Oh, den als Lippenstift. Und den lassen wir jetzt mal wirklich kurz einen Moment antrocknen. Ich presse den nur mal mit dem Finger ebenmäßig. Ich hätte vielleicht einen Bronzer noch in die Lidfalte geben können. Aber Wahnsinn. Schaut mal, wenn ich das jetzt so aufklopfe, dann platzen diese, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ne? Keine Ahnung. Platzen diese Schimmerpartikel auf und ihr habt nur so einen Hauch an Farbe. Also das ist super, super zart und super natürlich, kann ich mir sehr schön vorstellen, wenn man auch keine Foundation trägt, aber einfach nur so einen leichten Schimmertouch auf dem Auge haben möchte. Ihr seht es, ne? Es wird jetzt immer ein bisschen intensiver, je öfter ich hier raufklopfe. Super natürlich. Super natürlich. Sehr, sehr schön. Also es sieht aus, als hättet ihr wirklich so einen Liquid Highlighter oder so ein... Nee, anders. Das sieht aus wie der Charlotte Tilbury Flawless Filter auf dem Auge. Aber nur ganz zart. Da jetzt einen dunkelbraunen Lidschatten vielleicht reingeblendet. Ich nehme hier mal so ein bisschen was vom Rest, was ich hier noch dran habe, um so ein bisschen tief ins Auge zu kriegen. Super für den Alltag. Jetzt wird es aber spannend. Ich habe den Eye Gloss nämlich schon mal ausprobiert. Und ich dachte, Gloss auf dem Auge ist nicht so meins. Ich habe den aber geswatcht. Und schaut euch bitte diesen Farbreflex mal an. Das ist wirklich durchsichtig mit so lila Schimmerpartikeln. Und den klopfen wir. Ich gebe mir ein bisschen was auf meinen Handrücken. Arbeite den in meinen Finger ein. Und ihr seht das, ne? Das ist nur so ein...
Das ist kennt ihr Euphoria? Euphoria in der Drogerie. Den kann ich mir auch gut auf der Haut vorstellen als so Gloss-Highlighter. Wow! Schaut mal, ich weiß nicht, ob das Licht jetzt hier ausreicht. Das ist so ein No-Make-up-Make-up-Look. Gib mir den auch gleich mal hier so ein bisschen hin. Und ich muss sagen, er macht die Base nicht kaputt. Wow! Schaut mal, wie schön das aussieht auf dem Auge. Super, super zart. Ne? Also das ist jetzt kein Lidschatten-Look Niki Tutorials, sondern das ist so ein Hi, ich bin da, ich bin frisch. Meine Base hat den Fokus auf frisch. Oh, dazu eine schöne braune Mascara. Wow. Und jetzt haben wir noch ein Produkt. Und ich hatte es, ich weiß gar nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Ich glaube ja. Dieser Dior Lip Glow Oil ist ja total im Trend. Und ich hatte euch ein Dupe dazu von Rival de Loop gezeigt. Jetzt haben wir hier aber einen von Rival Loves Me. Und das ist das Blooming Beauty Lip Oil mit Jojoba und Hagebuttenöl für weiche und gepflegte Lippen. Ich mag die Lippenöle von Rival Loves Me sehr gerne. Natural. Wow. She's a natural queen today. Ich will jetzt nochmal was ausprobieren, Freunde. Ihr kennt mich. Ich muss. Und wenn ich es jetzt kaputt mache. Dieser Gloss, den kannst du natürlich auch als Highlighter benutzen. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und reibe mir das richtig schön in den Finger und dann. Ja. Nicht so weit nach vorne, sondern wirklich eher nur so punktuell hierhin. Ja, ciao, bye, tschüss, Freunde, danke. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, deswegen ich schaue mal so ein bisschen hier in den Display. Das ist ein super zarter Look. Ich würde fast sagen, ohne Foundation wäre es noch schöner. Wenn man wirklich nur diesen Schimmerlidschatten erst drunter gibt, antrocknen lässt und dann diesen Eyegloss rüber, dass die Augen so ein bisschen reflektieren. Ich gebe mir mal Mascara rauf und benutze jetzt hier einfach meine braune Mascara. Und würde sagen, das ist der fertige No-Make-up, Make-up, Iridescent, so ein bisschen Euphoria. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mit lila Lidschatten arbeiten würden und dann diese punktuellen Highlights aufs Auge setzen würden, Look. I love it. Was sagt ihr? Wie gefallen euch die Produkte? Ich bin super, super gespannt. Jetzt seht ihr hier diesen Reflex auf der Haut. Sehr schön, sehr frisch. Sehr trendy gerade tatsächlich. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hat mir super viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte euch am meisten interessieren. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns am Mittwoch hier wieder. Tschüss!